Entschärft. GZ. Die ist schon wieder voll. 101 Gold. Oh, wir steigern uns. Insgesamt habe ich schon über 1000 Goldstücke. Das ist ja, so der Wahnsinn. Und das können wir erst identifizieren, wenn wir geschlafen haben. Den Zauber kennen wir. Kennt ich habe auch noch Zeug gefunden, was du identifizieren musst. Ich muss gar nichts. Und mein Inventar ist voll. Ja, ich habe noch. Und dann habe ich noch Schriftrollen. Ich mache mal dein Inventar wieder voll mit Müll. Okay. Ja, ich lerne dabei einfach die Zauber und. Irgendwelche magischen Steine habe ich hier gefunden. Bringen sie zu mir. Tue ich. Das sind Kugeln. Steine, was sind die denn hier? Hast du magische Steine. Was willst du? Und magische Pfeile haben wir hier. Und ein leeres Regal und noch ein leeres Regal. Da hat's ein schönes Bett. Auch mitnehmen? Wir könnten zum Thema Bett. Wir könnten hier einfach schlafen. Ja, hier ist doch schön, ja. Dann machen wir die Tür zu. Ja, wir machen die Tür zu und dann richten wir uns. Alle Skelette müssen rein. Ja, ja, ich speichere gerade und nicht, dass heute Nacht ein Creeper vorbeikommt. Mach mal die Skelette rein, genau. So, jetzt Tür zu, hinter uns. Skelett, Tür zu. Komm rein, Skelett, komm rein. Tür zu. Und dann gute Nacht. Guten Morgen, Quotengnomen. Ich hab Brötchen mitgebracht. Guten Morgen, Bett. Ja, und dann rennen wir mal wieder durch die Gegend. Kommst du mit? Weil ich renne ungefähr doppelt so schnell wie deine Leute. Guten Morgen. Warum auch immer meine Leute so extrem schnell durch jetzt die Pampa rennen. Es ist irgendein Fehler hier im Multiplayer-Modus. Sind die irgendwie auf Crack? Ich glaube, die sind ja auf Speed. Crack! Sind auf Speed. Ich weiß nicht, warum sie schnell sein sollten, wenn sie auf Crack sind. Aber auf Speed? Auf Speed, das verstehe ich ja. Speedy Gonzales, arriba! Hurz! Trolla. Soll ich nicht nochmal Fallen suchen? Irgendwie so? Oh ja, sorry, mein Fehler. Ist da echt eine? Ich weiß es nicht. Ich dachte, da wäre echt eine gewesen. Das sagt irgendwie. Nee, war hier nicht, aber es gab viele Stellen, wo ich dachte, da wäre eine und zwar keine. Okay. Da liegt ein kaputter. Hallo, mein Freund. Warum sagt ihr Hallo, mein Freund? Da steht Meuchelmörder. Ja, das hört sich nicht so gut an. Gildenkrieg. Was für ein Gildenkrieg? Ich habe keinen Grund zu lügen. Der will nur unsere Liebe. Ja, der will vor allem. Oh! Hi. Moment, bevor wir uns dem Kampf widmen, ich habe einfach mal wieder Bock, ein paar Zauber zu verschwenden. Bis wir gerade geschlafen haben. Genau. Bloß weil wir es können. So, tot machen, loskommen. So. Hat der gerade ein Schutzschild auf sich gewirkt oder sowas? Ja, richtig. Der steht dann irgendwie so noch in so einem. Ach, sind schon alle tot, alle Römer weg. So ein magischen Verhüterli. Was, magisches Verhüterli? Ja, das sah aus wie ein magisches Verhüterli, wo ich gerade drin stand. Oha. Ist ja. Auf. Ah. Dann, hier ist sonst nichts mehr in dem Raum. Eine, Moment kurz. Tada. Nein, ich renn weiter. Ich brauch mal neue Pfeile. Jetzt mach nicht so einen Stress! Mach nicht so einen Stress! Rennen meine jetzt eigentlich doppelt so schnell wie normal. Auf jeden Fall heizen sie ganz schön über diese Karte. Hier, die Helga, die überfordert mich. Ich glaube, meine rennen noch schneller als deine. Kann es sein? Komm her, machen wir kurz ein Wettrennen. Und los. Wir haben nicht gleich angefangen. Ja, aber es kann sein. Und? Da hinten in der Ecke links war nix. Nee, da war nichts. Ich habe extra geguckt. Bist du dir ganz sicher? Leichen pflastern unseren Weg. Und da geht es schon raus. Die Frage ist nur, wohin geht es raus? Das, meine lieben Kinder, erfahrt ihr, wenn sich die Gruppe gesammelt hat, bevor wir das Gebiet verlassen können. Ist es jetzt schon das, was ich vermute, was es ist? Vielleicht ist es auch nicht das, was du vermutest, was es ist. Was Ausgang, vermute, sagt ja, die Karte. Das ist ein Ausgang. Der Ausgang. Und nun folgt eine kleine Videosequenz. Wir freuen uns drauf. Denn wir haben es geschafft. Die folgende Videosequenz wird Ihnen präsentiert von Erdinger Weißbier. Warum Erdinger Weißbier? Das weiß niemand. Nobody knows. Auf jeden Fall wird das Gebiet geladen. Das wieso richtig? Gefällt uns. Geladene Gebiete sind immer besser als ungeladene Gebiete. Ja. Weil ungeladene Gebiete dürfen auch nicht in eine Disco rein. Das ist ganz ich klar. Schon, ich wollte schon sagen, jetzt kommt gleich der Witz nochmal. Ja. Das ist genauso wie mit geladenen Teilchen und ungeladenen Teilchen. Der Tunnel führt nach oben. Ja, das lassen wir einfach mal kurz laufen. Liest ihr alles vor? Derweil trinke ich mal ein bisschen was. Das heißt, da muss ich da jetzt die Klappe halten, okay. Schenk mir auch mal was ein. Ja, wir sitzen ausnahmsweise mal nebeneinander bei dieser Aufnahme. Warum auch immer. Frische Brause. Frische Brause. Kein Erdinger Weißbier. Und eine ebenso gewaltige Explosion. Ich mach mal das Mikro aus und trinke, sonst wird es nur ein Fail. Der Durchgang hinter euch bricht zusammen. Und ihr könnt euch nur knapp vor den herabstürzenden Trümmern retten, bevor die Erschütterungen abklingen. Kampfgeräusche toben ringsum euch, als ihr endlich wieder auf den Beinen seid. Es scheint, die Schlacht ist noch längst nicht zu Ende geschlagen.
Schön. Ich klicke mal auf Fertig. Das war jetzt die mit tollen magischen Effekten versehene Zwischensequenz. Und der Quotengnom klickt auch noch am besten auf Fertig, weil dann müsst ihr nicht mehr diesen langweiligen Bildschirm mit dem Mosaik betrachten. So, da bin ich wieder. Mit Cola gestärkt. Oh. Oh ja. Ich bin dein Vater. Papi, bist du's? Ich glaube, der hat als Kind nicht viel Liebe bekommen. Ich glaube auch nicht. Der war bestimmt nie ein Kind. Irgendwo tief in mir. Quält ihn! Lululululu. Es ist mir egal, was ihr macht. Lasst uns gehen! Ich werde euch nicht gehen lassen. Nicht, wenn ich so nah. Hä, was ruft da hinten rein noch? Irgendwelche Kinder, oder? Hörst du das auch? Schmarktgeschrei hier. Ja, ja, genau. So, jetzt komm, mach die Biege. Mach die Biege, Fliege! Was ist das denn? Was? Das? Die gelben Engel? Anwendung magischer Kräfte. Alle Beteiligten werden verhaftet. Alle Beteiligten! Wo kommt denn der her? Soll es eine Frau sein? Soll es eine Frau sein? Ich weiß es nicht. Oh Mann, da hat ja echt Spaß. Und magische Effekte bis zum geht nicht mehr. Bam, 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 volles Battle. Und viele Tote. Ein Geist. Das war, glaube ich, gerade Finger des Todes, oder? Kann das sein? Ich dachte irgendwie, das wäre sowas gewesen. Was wäre das gewesen? Das mit dem Geist ist, glaube ich, Finger des Todes. Kann das sein? Ich weiß nicht. Okay, ich dachte nur so. Ja, du bist allmächtig und so, ist klar. Ich schon recht. Mit dem würde ich auch nicht gehen wollen. Oh. Stufe erhöhen, Stufe erhöhen, Stufe erhöhen. Und damit hat sich Baldur's Gate das letzte Mal abgestürzt. Ist genau an der gleichen Stelle. Abschiedet? Imon wurde jetzt entführt von John Irenicus. Ihr seht es auch rechts am Rande. Wir sind jetzt nur noch zu viert unterwegs. Ja. Unsere weitere Aufgabe wird nun darin bestehen, die Welt zu retten. Die Welt zu retten. Die Weltherrschaft an uns zu reisen. Nein, das auch. Imon zu finden. Ich mache einfach mal weiter hier. Ist das okay? Genau. Der Quotengnom schwatzte weg. Aber immerhin haben wir es geschafft aus dem Kabuff da raus. Und an dieser Stelle speichern wir. Ja, wir können das Spiel jetzt nicht sichern. Jetzt bewegen wir uns dahin und schon können wir das Spiel speichern. Das ist sehr cool. Endlich haben wir es geschafft und wir sind jetzt in Adkatla, heißt die Stadt. Hier hat es ganz viele tolle Sachen. Ah, ich bin. Und ja, ein Zauberlager, Höhle der Sieben Geier, Wirtshaus Mithras. Tempel des Ilmater, Zirkuszelt, Abenteuers allerlei, Zerns, Waffenschmied, enges Geschäft, Rüstungsladen, Bogner, Ausgang aus dem Viertel und Tunnel aus der Promenade. Aber jetzt steigen wir erstmal wieder Stufen auf. Hast du noch Platz im Inventar bei irgendwelchen? Ja, das ist das Problem, genau. Immer. Weil die haben nämlich noch tolle Sachen bei sich, die Leute da. Das kriegen wir schon hin, ja. Okay. Du kannst ja derweil schon mal eine Stufe aufsteigen und ich, jeder ist voll, jeder. Das ist echt nicht so prall gerade. Bei Minz kann ich gar nichts machen, also ich habe weder Fertigkeitspunkte noch Ja, ja, das ist ganz, ganz normal. Ah, okay. Nö, das war jetzt nicht so anspruchsvoll. Also Minsk hat jetzt wieder zwei frei. Wir können ja mal die Sachen, die so ein bisschen Nonsens sind, doch... So, ich habe jetzt Fallen finden auf 100. Sehr schön. Damit das nicht mehr in die Hose geht. Das ist gar nicht so unwichtig. Also ich habe irgendwie nichts mehr gescheites bei mir, glaube ich. Nee, du hast jetzt auch nur die Sachen eingesagt. Ja, die blöden Äxte kann ich mal weghauen. Die Immo fallen gelassen hat. Ich sammle hier noch ein bisschen das Geld ein. Hier draußen ist der Spezialfall. Solange wir uns in der Stadt aufhalten, dürfen wir keine Magierzauber verwenden, sonst kommen auch diese verhüllten Menschen an. Ich habe alles eingesammelt. Okay. Und als allererstes gehen wir in den Laden Abenteuers allerlei. Das ist nämlich so unsere Hauptanlaufstelle, um Sachen zu kaufen und allerlei zu verkaufen. Genau. Ich hoffe, die Aufnahmen stürzen diesmal nicht wieder komplett ab. Da hat gerade jemand Englisch geredet. Glaube ich. Solange nicht jemand anfängt, Französisch zu reden, ist alles gut.
So, danke. Jetzt sind wir hier im Laden. Darf ich hier was klauen? Was wir noch machen werden, wir werden noch ein kleines Zusatzpack installieren und uns zusätzliche Händler dazu holen. Davon steht dann noch einer hier. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann reden wir einmal mit Ribald. Das ist nämlich der Hauptmensch hier. Du weißt den Namen auswendig. Okay. Ist ausgezeichnet. Wir schauen uns nur mal um. Ach, ich will eigentlich kaufen. Aber warum rennt jetzt der Hira dahin? Ich hab keine Ahnung. Die olle Truller da. Ich glaube, die will auch mal. So, jetzt können wir hier erstmal verkaufen, was wir so alles haben. Kannst du bei mir das Zeug auch verkaufen? Nein, ich kann dann deinen Charakter überhaupt nichts dann machen. Dann mache ich das gleich. Die ganzen Schutzformeln brauchen wir nicht. Die Bolzen brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Den Fluch brauchen wir nicht. Die Stäbe behalten wir natürlich. Dann gucken wir doch einmal, was dieser nette Herr für uns im Angebot hat. Da werden wir jetzt eher noch nichts kaufen, weil man sieht, die ganzen magischen Waffen sind extrem teuer. Das Einzige, was ich jetzt mal kaufen werde, sind Schleuderkugeln, weil wir da doch nicht so viele haben, wenn er irgendwo welche hat. Ihr seht, er hat auch ein relativ großes Angebot. Wie viel hat er eigentlich, das ist der Name? Relativ viele. Ja, allerlei für Abenteurer. Ja, richtig. So, kaufen wir hier einfach mal Kugeln, die kosten ja auch nichts. Und ja, auch weiter unten, er hat noch gute Rüstungen. Zum Beispiel den Prunkharnisch ist die beste Rüstung, die es gibt. Die hat eine Grundrüstungsklasse von 1. Alle möglichen Schilde und Ringe, so Abwehrarmbänder sind auch relativ gut. Doch die können wir uns nicht leisten. Das Einzige, was ich jetzt mal gucke, ist, ob er Grad 4 Zauber besitzt. Ah, einen Edelsteinbeutel kaufen wir uns. Zumindest gleich, wenn wir wieder Platz haben. Ja, und dann rüsten wir uns erst einmal aus mit den Schleuderkugeln. Bist du soweit fertig? Ja, ich hab also verkauft. Kannst du nicht hingehen zum Verkaufen? Doch, jetzt kann ich. Gib Minsk vielleicht mal noch die Pfeile hoch ins Inventar. So. Das können wir noch verkaufen. Weil diese Tränke, die braucht man einfach alle eigentlich so. Die Sachen, die ich ausgerüstet habe, die werden hier nicht vorgeschlagen zum Verkaufen, hoffe ich. Nur die Sachen, die du in deinem Gepäck hast, werden da vorgeschlagen. Was meinst du, was soll ich dem Minz geben? Pfeile? Ja, einfach hoch in den Köcher. Damit wir nachher Reserve haben. Genau, dass wir den Platz haben. Und den Gürtel der Wucht kannst du ihm noch anziehen. Heilungselixier? Verkaufen. Was bringt das? Halt ungefähr 10 Lebenspunkte und sonst macht es nichts. Kurzbogen. So, lassen wir ja hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Ja, du kannst dich mal mit den Leuten noch unterhalten, da gibt es doch bestimmt noch ein paar Personen. Ja, die wenn das dann funktioniert und du weiterhin verkaufen kannst. Ja, probier einfach mal. Kannst du noch verkaufen? Ja. Gut. Oh, da oben hat noch jemand. Diese Händlerin kannte ich gar nicht. Oh, das sind ja richtig, richtig tolle und gute Sachen, die wir uns auch fast leisten können. Mit so Kosten um die 20.000 Baldurans. Ach, dann sind die Händler, glaube ich, sogar schon integriert. Gibt es nämlich nochmal einen Helm, der minus 1 auf Rüstungsklasse gibt. Minus 1 als Rüstungsklasse. Wahnsinn. Baldurans Prunkharnisch. Baldurans Schwert gibt es auch. Boah, gute Sachen sind das hier mal schon mal wieder. Toll, wenn man das nötige Kleingeld natürlich hat. Was wir gerade absolut nicht haben. Genau, aber wir werden laufend des Spiels noch genug Geld erhalten. Wer bist eigentlich du so, der da so lustig rumläuft? Ein Edelmann. So, die Halskette kann ich noch verkaufen. Hier die dummen amnischen Soldaten, die Stadtwächter und wir reden hier einfach mal mit allen. Die Ahira trägt, glaube ich, noch eine Halskette, die nicht überhaupt braucht. Nur so ja, die können wir ruhig noch. Kannst du nachher noch verscherbeln. Genau. Wenn du verkauft hast, würde ich sagen. Ich glaube, ist alles.